Ja, liebe Leute, ich habe es versprochen. Und ich halte meistens mein Wort. Nicht immer, meistens, wenn es manchmal klappt. Ja, damit ein herzliches Willkommen zurück zu, oder beziehungsweise zurück zu Far Cry natürlich erstmal, aber zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und damit herzlich willkommen zu Far Cry 3. Der Classic Edition, das ist übrigens die PS4-Version, nur so nebenbei. Also, es gibt keine PS5-Version, aber ich wollte es trotzdem zocken und ich wollte es unbedingt mal haben. Dann haben wir nämlich 3, 4, 5, 6, und New Dawn. Und ja. Und ja. Gehen wir einfach mal rein, wa? Ich kenne von dem Spiel nicht allzu viel. Und lasse mich natürlich sehr gerne überraschen. Und hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt. Als ich. Genauso viel Spaß habe wie ich. So rum ist es richtig. So, ich guck gerade mal, ob ich noch ein paar Dinge. Wir stellen natürlich die Untertitel auf Deutsch an. So. Perfekt. Und schaut rein in die Story. Wir starten als Abenteurer, so wie wir bei Far Cry 6 auch gespielt haben. Tipps und Tricks. Benutze Granaten und Molotows, um Gegner aus ihrer Deckung zu jagen. In another moment, downwind. When Alice after it. Also, ja gut, ihr seht die Untertitel. Ich muss es jetzt nicht auf Englisch. Nein. Scheiße! Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine! Gott, ich hab kein Sambuca mehr getrunken, seit ich 20 war! Flugzeugen raus, fliegt wie Vögel. Das ist schon cool. Ich mag das Teil. Ist echt ein geiles Handy. Also, wen haben wir hier? Grant. Und Jason. Aus Kalifornien. Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben. Weil ihr zwei Weißbrote echt teuer aussieht. Und das ist richtig gut, denn ich mag teure Sachen. Sorry, was sagst du? Was sagst du? Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie deinen Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem scheiß Schwanz. Guck mich an. Direkt in die Augen. Ey, du Sack! Guck mir in die Augen! Du gehörst mir. Das ist mein verficktes Reich. Halt dein scheiß Maul! Oder du stirbst. Was ist, Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Weißt du, die Sache ist die. Da oben dachtest du hättest eine Chance. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber hermano, hier unten? Hier unten? Ist es vorbei. Ist okay, ist schon gut. Ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, moi und dein verfickter Bruder, wir werden viel Spaß haben, während wir auf das Geld warten. Mach den Geiseln keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Da-da. Bye-bye. Fällst du auch immer wieder drauf rein. Thank you.
Und der Typ, den ihr gerade gesehen habt, ist der Hauptcharakter in diesem Spiel, nämlich Wes. Oder was? Montenegro? Dreckiger Pisser! Bist du verletzt? Und wir spielen Jason. Wir müssen die anderen finden. Wie? Ich arbeite dran. Ruf die Wache. Was? Ruf die Wache. Tu es. Hey, komm mal her. Was ist? Hey, halte die Fresse, klar? Nee. Scheiße. Mann, Alter, er ist tot. Sowas bringen sie einem in der Armee bei. Ob das so einfach geht, weiß ich nicht. So, Folge Grant lasse ich nicht erwischen. Deckung können wir mit Kreis. Der Ausbruch. Alles okay. Na komm. Und wir werden das übrigens genauso machen wie bei Far Cry 6 und bei den anderen Teilen. Wir werden eine Folge pro Mission machen. Zumindest versuchen wir es. Also wird diese Folge wahrscheinlich der Ausbruch heißen. Klar, wir sind in den Hocker gegangen. Oh Mann. Sch, 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 sch. Warum muss immer ich das machen? Immer ich, der sich um all die Scheiße kümmern muss. Das pisst mich an. Und nass bin ich auch. Schau mich an. Hinhocken. So habe ich mir das Piratensein nicht vorgestellt. Habe ich schon. Nimm unser Zeug und die Karte. Und das Handy da auch. Mache Meldung. Hey, ist einer on? Greif die Karte vom Tisch, haben wir gemacht. Folge Grant, lass dich nicht erwischen. Wirf einen Stein, um Wachen vom Fenster wegzulocken. Wirf einen Stein, um Gegner für Tiere abzulenken, nutze die Ablenkung, um mich an ihn vorbeizuschleichen. Machen wir doch mal glatt. Ablenken. Weg! Was zum? Okay, das funktioniert. Dann los. Okay, ich komme. Scheiße, Mann. Scheiße! Okay, okay. Dann weiter. Oh fuck. Oh fuck. Halt an, was? Mann, der Typ steht uns im Weg. Wirf einen Stein darüber. Okay. Weg. Interessant. Okay, das funktioniert. Dann los. Okay, ich komme. Scheiße, Mann. Dann ab da durch. Hat der gerade ein Messer geschmissen? Ja. Ich kann das nicht, Grant.
Jay, sieh her. Ich kann Lisa und Riley und die anderen ohne dich nicht finden. Also reiß dich zusammen. Okay? Okay, tut mir leid. Ganz ehrlich, was? Ich lache. Ihr heult, Kampf und Teufel. Kann ich keine Gegner looten? Erinnerungen sind was Schönes. Aber lass dich nicht folgen. Oh Gott, das sind echt viele, Mann. Scheiße. Das ist ja Psycho. Langweilig. Alle saßen rum und warteten, dass er in das Zimmer kommt. Und dann brachte er erst 2 Stunden mit. Los, schnell. Ab ins Grünzimmer. Ja. Gute Idee. Das ist ein absoluter Albtraum, Mann. Perfekter Albtraum. Nun vorbei. Nur den Stein dahin. Keiner kann dich auch. Wenn du so eine Knarre hast und sie einem an die Rübe hältst, weißt du, dass du es ernst meinst. Du wirst... Ich hab doch was gehört. Okay. Wir gehen. Okay. Mein Bauch. Die Boden tun langsam ihre Verkaufung. Okay. Na doch. Er sagt die ganze Zeit psch, 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 und trotzdem und derjenige, der einzige, der Geräusche macht, bist du. Ich bin unschuldig. Nein, bitte. Checkpoint erreicht. Wo sind wir? Wir hätten nie blind springen dürfen. Ich hab dir versprochen, auf euch aufzupassen. Steht da auch, wo Riley ist? Wir werden ihn finden. Wir befreien die anderen. Und dann geht's nach Hause. Upsi. Oh, nein, bleib bei mir, Grant. Bitte nicht sterben. Halt durch, Grant, halt durch. Oh Gott. Nein, nein, nein. Grant. Das gefällt mir. Nein, ich respektiere das. Ich gebe dir 30 Sekunden. Und wenn der Dschungel dich nicht lebendig auffrisst, dann ich. Na los. Was, bist du taub? Ich sag auf, wir kriegen mal an, du feiger Sack! Lauf, Forrest! Lauf! Lauf, Forrest! Lauf! Lauf in den Dschungel! Das mal zum gelben Punkt da. Ich hoffe, dass wir jetzt richtig sind, überhaupt. Jetzt ist die Scheiße, oder was? Das Problem ist einfach, dass wir, glaube ich, dann, wenn wir jetzt einmal hier unten sind,
Müssen wir jetzt mal gucken, dass wir wieder rauskommen hier aus der Nummer. Shit. Wo sind wir denn? Ernsthaft? Ach ja. Komme ich da nicht hoch oder was? Doch. Lauf in den Dschungel. Ich muss die anderen finden. Bitte lass sie am Leben sein. Jetzt glaube ich ja weniger. Ich hab ihn. Scheiße, Scheiße. Schnell weg hier. Sie haben mich gefunden. Oh, du bist auch präsentiert. Eine Ubisoft Montreal Produktion. Far Cry 3 Classic Edition. Es ist mutig, im Sturm zu schwimmen, aber ein Sonnenbad am Strand der Piraten? Wahnsinn! Du hast das Recht, mich zu töten. Aber ich habe das Recht, dich mitzunehmen. Freund oder Feind? Fragezeichen. Ich heiße Dennis. Jason. Scheinbar Freund. Bangau. Labalaba. Der Reiher, der Hai und die Spinne. Ich weiß, wer du bist, Jason. Du bist ein Krieger. Und das Tatau wird dir ermöglichen, dein wahres Ich zu enthüllen. Hör zu. Mein älterer Bruder wurde ermordet. Ich muss meinen jüngeren Bruder und vier andere Freunde finden. Komm.
hilfst mir also? Ich werde dich befreien. Dann wirst du von niemandem Hilfe brauchen. Wie bin ich hergekommen? Ich hab dich am Strand gefunden. Willkommen in Amanaki, Freund. Es ist wunderschön, oder nicht? Selamat, Tengahari. Ich habe Jason Brody hier bei mir. Der Mann, der Vaas lebend entkommen konnte. Deine Flucht ist ein Zeichen, dass das Blatt sich wendet. Und unser Volk braucht dringend gute Nachrichten. Also, das ist dein Volk? Die Insel ruft nur die Stärksten. Sie rief mich. Die Inselbewohner, die Rakyat, akzeptieren mich und sie nahmen mich in ihren Stamm auf. Die machen was her, oder nicht? Sehr hübsch, keine Frage. Hallo? Ich könnte jede Frau haben, die ich wähle. Aber mein Wille ist auf eine gerichtet. Hier, Geld für Waffen. Du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich habe noch nie auf jemanden geschossen. Dann sollte man damit anfangen, ja? Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es ein erstes Mal. Na denn. Kaufe eine 1911er Faustwaffe im Geschäft unten in Amanaki. Das dürfte jetzt eigentlich schon die nächste Quest sein, oder? Ja, 38 Missionen, 34 Außenposten, 20 Briefe der Verlorenen, Prüfung der Rakia 12, Fahrt des Jägers 23, Storyaufgaben 14. Ja, gucken wir mal, ne, was wir haben wollen. Na, schauen wir mal, wie wir es machen. Gut, ich gucke nur gerade noch ein bisschen durch, ne. Okay, ich wollte nur kurz mal durchschauen. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der Mission unten in Amanaki. Bis dahin, tschüss.